Ja, natürlich. Jetzt nur noch ein bisschen rot. Nein, da oben ist nur noch mehr Arschbar. Machen Sie rot, machen Sie rot. Mach ich gern. Büsse mal. Bisschen rot, ja. Wenn ich morgen zu meinen Bauern komme. Für euch dasselbe registrieren lassen, da steht einfach drauf, vermisst. Wer ist denn da noch dabei? Vermisst? Vermisst, vermisst, vermisst. Vermisst? Einer fehlt noch. Kann ich besser verdrehen. Okay, ich will nicht wissen, warum. Du möchtest es da mal, was ist denn? Schon? Ja, eben. Ja, es ist ein scheiß Simulant, ey. Weiß nicht, ob die Dinge jetzt brauchen. Sind wir damals bei dem Kurs, wo sie mir das geschehen haben, drauf geschrieben haben? Bestimmt. Wieder ein wenig dauern, bis man euch da rausholen kann. Aber ich denke, das wird trotzdem auch erfolgreich eine Übung werden. Und es ist richtig, dass man dann sagt, man filmt es auch mit, dass man dann im Nachhinein sagen kann, da und da und da hat es gehapert. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bei euch ganz herzlich danken. Bedanken, dass ihr da dabei seid. Und dann eine interessante Nacht. Ne? Das wird wieder ein wenig dauern. Dankeschön. Hier spricht die Leitstelle mit Einsatzalarm für die Einsatzkräfte im Landkreis Wunsiedel. Thank you.
Einsatzkräfte für Personen, wenn die Dynamik fällt aus dem Weg in Richtung Fläche. Und Abwehr ist wohl ein leerer Güterwaggon gegen den Zug gerauscht. Genau der Personenanzahl kann ich jetzt im Moment nicht mitteilen. Soll wohl ein holzgeladener Rangierarbeiterwaggon gewesen sein. Und der genaue Kilometer 133 ist zwischen den Riesenfeld und Abwehr. Nein, wir sind jetzt gleich am Zug, dann kriegt es eine Lage, dann machen wir den Standplatz fest. Wir fahren mal Geräte aus Erzberg oben rein. Bevor der Zug nicht gegen wegräumt, sieht er das nicht in die Gleise gehen. Bist du noch verwirrt? Ja. Jetzt erst recht. Okay, jetzt erst recht. Achso, hast du die Orientierung für die Scheiben von dir? Ja, alle von dir. Ja, da haben sie mich interessiert. Eingebremst, okay. Der noch nicht. Ja. Den, wenn man noch sichern möchte, schaut man das über den Lockstand machen können, dann man Druck noch drücken können. Okay. Ansonsten, wenn man schaut, dann müssen wir. Also, das ist immer wichtig. Ja. Haben wir da einen Lokführer? Lokführer! Wenn wir verstecken, ich sehe das schon. Okay. Hallo! Stecken die und die auch da drinnen und sie kommen raus. Ja, wir haben also eine Lok mit Rangierbetrieb, da haben wir Baumstämme geladen, da habe ich den Lokführer da. Die Lok ist eingebremst und der Waggon, da passiert uns nichts mehr. Der ist also sicher eingebremst. Wir haben einen kleinen Brand, das machen wir mit Kleinlöschgeräten. Wir sind an die Einsatzstelle voraus. Wir haben einen Einsatzplan bauen da und jetzt schauen wir, dass wir von dem Triebwagen die Nummer wissen und dass wir da irgendwie reinkommen. Ruhig rein, alles ruhig. Nein, das ist nicht.
Na okay, alles klar. Hallo, was hast du? Der erste Luftloch. Ich weiß, inwieweit wir für Manpower brauchen für Personenrettung, okay. Das wird mal ein Problem werden. Und was wir jetzt so mit meiner Arme mal jetzt dann abfrage, starten, wie viele Leute sind da drin, sind sie alle da, was ist mit dem Zugfahrer? Ich meine, schaue auch nochmal mit dem Lokführer, der kann auch schon kommen, auch mit dem nochmal so reden, dass da nichts schief geht. Also, das müssen wir jetzt alles irgendwo mal noch reinbringen. Kein Thema. Ich bin da. Ich mit dir das Licht, ja, ja. Außer die drei Lichtgeraffen, ja. Die bauen wir auf und ja. Manpower hätten wir auch, das könnten wir dann alles klar. Okay. Wo ist der Markus? Ja. Ich darf jetzt auch den Abbau brauchen. Ja, schau mal, was wir haben jetzt. Die ersten ist die Erdbeleuchtung aus dem Schulermassagestrom und Rettungssatz. Ja, das alles, was wir tragen haben, tragen wir alle beiden Fahrzeuge. Genau, ja. Und dann nur wenn Manpower zu unterstützen. Ne? Jetzt brauchen wir die Leitstelle mal schnell. Ach ja, jetzt mal hallo. Ja. Ja. Auskommen. Kategorie 3 wäre es dann gewesen. Und dann erste Sichtung. Genau. Ja, das ist die Tür auf. Jetzt ist die Kamera raus. Über die Tür auf.
überhaupt? Was ist denn passiert? So, zwei Mann nehmen. Dran. Ja, geh hin. Der ist schon zugemarschiert. Als erstes Strom und dann Strom. Aber hier komplett nicht kann. Ich stelle jetzt erst einmal bloß ein Zelt auf und die Patientenablage. Ja, das müssen wir jetzt dann erstmal noch organisieren. Wie viel brauchst du für die Patientenablage? Maximal zwei oder drei Leute will ich hier. Okay, der Rest kommt vom GW. Ja. Okay? Also dann, gemeinsam rein, gemeinsam raus. Wir machen das Beste. Notfallmanager und die haben wir mal zusammenbringen, dann uns mal kurz besprechen und dass wir dann weitermachen können, wie wir den Einsatz weiter aufbauen und wo wir irgendwo vielleicht auch noch was rausbringen. Ja? Jetzt schaue ich mir das mal. Eindruck von hinten mal. Warte mal, kurz mal, warte 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 mal, war
Hier sich ereignet hat auf der Bahnlinie zwischen Marktredwitz und Schirnding in Wiesenfels. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die einzelnen Sachgebiete S1 und S4 sowie S2 und S3 hören, allgemeine Lagedarstellung und dann den Lagevortrag an der Lagekarte und dann entsprechend die Berichte von den Fachberatern, die auch den Weg zu uns gefunden haben. An der Stelle darf ich natürlich auch unseren Landrat, den Herrn Dr. Kandemann, begrüßen und den Bürgermeister Stadt Arzteil Stefan Höhling. Danke. Okay. Ich muss schön mit die Sache machen, weil der Innenminister auf dem Weg von Berlin hat sich angekündigt, der ist in 8 Minuten da. Und dann muss ich wieder kommen und ihn
sagen, was los ist. Kind gekommen mit Holz beladen. Ein Zug ist gekommen von Magretwitz aus mit Personenzügen. Circa 300-400 Meter nach dem Bahnübergang ist zur Kollision gekommen. Derzeit haben wir verletzte Personen, insgesamt 42, eine Person ex. Drei Personen sind noch abgängig, werden gesucht. Es gibt hier insgesamt in dem Bereich drei Einsatzabschnitte. Personen, Menschenrettung in dem Bereich, Sicherung und alles Kontrolle vom Holzzug in dem Bereich. Abschnitt 3 ist Beleuchtung. Abschnitt 4 hier unten ist Sammelstelle. Wir haben einen Hubschrauber-Landeplatz einrichten lassen. Der ist hier oben und zwar auf der Zufahrt. Wenn man von der 303 runterfährt Richtung Arzberg, wurde die Straße beidseitig gesperrt. Die Zufahrt von der Einsatzstelle auf die 303 ist weiterhin gegeben. Gaststätte Elisenfels ist ein Betreuungsplatz eingerichtet worden. Das wär's. Ja, auch ja, jetzt ja, gesperrt. Du warst ja, du scheißt natürlich rum. Lockdown! Ja! Dann sieht man, die Kurse haben wir durchgeschaut. Ja. Momentan 42. Ja, dann müssen wir alle mit Karte. Kann ja nur einer hier! Wir gehen zum Letzte! Globuli haben wir. Martin! Bitte wieder raus, runter an die Stelle. Ja, bitte.
Was haben wir denn? Im Oberursprachtur rechts, Kreislaufstabil, hat insgesamt 25 Milligramm Ketamin, ansprechbar, weitgehend schmerzfrei. Warte, man hat sie geschrieben. Also er ist quasi eigentlich drauf. Er ist eigentlich in der Vakuummatratze. Er ist in der Vakuummatratze. Genau. Hat er auch schon dran. Okay, alles klar. Aufgeschrieben ist auch schon alles, passt. Hast du recht geschrieben? Ja, das schreibe ich dir auch. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Ihr wart unheimlich engagiert, weil so ein großes Ereignis, bei so einer Übung, da ist einiges los und der Horst mit all seinen Kolleginnen und Kollegen hat es natürlich besonders gut mit euch gemeint, indem er eine Unfallstelle ausgesucht hat, wo man nicht anfahren kann, sondern über Gleise hinlaufen muss. Das heißt, da haben wir extra Herausforderungen da dazugegeben. Aber ihr habt es super gemeistert draußen vor Ort. Ich war hier bei den Übungsleitern mit dabei. Wir haben da immer wieder mitgehört, was so alles passiert ist draußen. Und eines kann man sagen, wir können mit Zuversicht als Bevölkerung auf unsere Rettungskräfte stolz sein. Wir wissen, dass ihr hervorragende Arbeit macht. Wir wissen, dass ihr sofort da seid, wenn es was zu helfen, zu unterstützen gibt, zu retten gibt. Und wir haben Vertrauen auf euch. Und dafür einen ganz herzlichen Dank. Ich sehe sehr viele junge Leute da. Sehr viele junge Leute, für die soll es eigentlich kein Problem sein, wenn man mal Nacht ausfallen lässt. Das hat man früher öfter mal gemacht. Aber ich kann nur sagen, wir sind stolz auf euch. Herzlichen Dank. Super Arbeit, super zusammengearbeitet. Und genau das ist das, was wir sehen wollten. Und das ist das, was wir gesehen haben. Und dafür nochmals ganz herzlichen Dank. Stefan.